Kissen ging es einfach derzeit überhaupt nicht gut. Fuck. Was habe ich gemacht? Schön. Habe ich gerade gesagt, wie schön ist das Dekolleté? Ich meinte Korsett. Hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich bin wieder back at home. Die Person ist negativ getestet worden, die konnte sich heute freitesten. Ich bin sehr froh, wieder zu Hause zu sein. Also es war bei ihr auch schön, war halt alles so ein bisschen, ja, unstrukturiert. Ich musste alles komplett neu, ja, planen, wie ich was mache. Und ich habe hier einfach alle meine Dinge und deswegen bin ich ganz froh, wieder zu Hause zu sein. Aber es war trotzdem sehr, sehr schön Bayern. Und jetzt komme ich erst so richtig zur Ruhe, deswegen kann ich auch jetzt erst das Video starten. Wir haben schon, ich glaube, 4 oder so. Ich muss gerade mal kurz schauen. Ja. Aber meine Uhr geht auch falsch. Wir haben so 4 Uhr und Jan und ich haben jetzt gerade schon einige Sachen erledigt. Unter anderem, weil wir jetzt auch gerade einfach beide Autos, sowohl meins als auch sein Auto, komplett putzen, saugen. Und ich war auch nochmal tanken. Wir haben das so gemacht, dass wir hintereinander waren. Also wir sind nicht beide gefahren, sondern erstmal sein Auto und dann zu mir und dann mein Auto. Weil ich halt noch tanken musste und das war alles besser vom Weg her. Ja, jetzt bin ich zu Hause. Ich habe mir jetzt gerade einen Kaffee gemacht und jetzt muss ich erstmal alle meine Klamotten ausräumen. Ich muss jetzt erstmal hier komplett Platz schaffen. Ich muss meine Pinsel reinigen. Das werde ich jetzt auch als erstes machen, weil ich glaube, auch das ist der Grund, warum ich gerade so ein bisschen Probleme mit meiner Haut habe. Weil ich einfach bei Jan nicht die Sachen habe, die ich auch hier habe zum Reinigen. Ich habe es halt leider vergessen. Ja, natürlich selber schuld. Hätte ich auch mitnehmen können, habe ich aber vergessen. Deswegen werde ich jetzt erstmal ordentlich gereinigt. Ich habe wieder so trockene Lippen. Ich hoffe, ich sollte mal wieder Labello nehmen und sie eincremen. Ach, so schön. Einen Schminktisch zu haben und hier wieder ja, mich ausbreiten zu können. Ach, das hört sich jetzt alles so hart an, aber es war wirklich nicht schlimm. Aber es war halt einfach so, ja, anders halt. Ich hatte halt keinen Schminktisch, sondern eine Fensterbank. Der Schreibtisch ist halt natürlich mit seinen Sachen voll. Und er hat halt so eine, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber so eine Zockerecke. Und überall Monitore gefühlt und Tastaturen. Ich wollte da auch nichts anfassen und wegmachen, bevor das irgendwie falsch ist oder so. Und der meinte, klar, du kannst die Tastatur wegmachen, aber das wäre dann, ja, zu wenig Platz. Aber ich hat alles gut funktioniert. Es war wirklich alles in Ordnung. Aber ich freue mich schon, wieder zu Hause zu sein. Ich glaube, das ist normal. Aber ich werde jetzt mal einen Pinsel nehmen. Und die Putzen, die sind noch sauber. Das sind natürlich wieder die, die ich jeden Tag benutze. Schaut euch das mal an, wie dreckig die sind. Ekelhaft. Aber das muss auch mal sein, weil man benutzt sie natürlich nie. Ja, ist auch noch ein Pinsel. Ich frage mich manchmal, warum ich so viele Pinsel benutze. Bis ich dann merke, dass ich einfach gefühlt 3 dafür benutze, um die Mascara wegzumachen. Oder für Highlighter in die Augenwinkel oder auf die Augenwinkel. In die auf die Augen. Ich glaube, das war es jetzt. Jetzt werden wir. Nee, Dinge vergessen. Jetzt werden wir die Pinsel reinigen. Das Krasse ist, ich habe noch 2 andere Make-up. Die sind nicht sauber. Die habe ich getestet. Make-up Foundation. Pinsel, ich kann nicht mehr reden. Aber mir gefallen einfach die von Zoe Eva. Ich habe die jetzt 2-mal, einmal in Schwarz und einmal in Roségold. Rosé, Gold und Beige. Aber mir gefallen die einfach deutlich besser als diese hier, weil man sieht auch den Unterschied, denke ich, ganz gut. Dass ja, die hier so ein bisschen ja abgeschreckt. Oh, ist der dreckig. Abgeschreckt. Oh Gott, okay, ne. Ihr seht es. Und deswegen mag ich diese hier mehr, aber die werde ich auf jeden Fall als Reserve nutzen, falls ich einfach gar nicht mehr kann, weil ich die mit zu ihr habe. Das wäre eine ganz showy Idee. Aber jetzt werden wir erstmal die Pinsel putzen. Ich habe gerade gesehen, dass ich hier so ein richtig schöner Pickel genau dort habe. Sehr, sehr schön. Ich muss echt sagen, ich habe hier alles sehr, sehr gut hinterlassen. Bis auf, dass ich hier einen mega krassen Wäscheberg habe. Naja, ich werde jetzt mal Ding hier raussuchen. Da ist es. Und zwar habe ich hier dieses, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber das habe ich schon sehr, sehr lange von Douglas. Damit kann man die Pinsel super reinigen. Ich liebe das. Das kann man dann auch ins Waschbecken propfen. Werde ich auf jeden Fall jetzt machen und zeige euch das dann einfach mal so ein bisschen. Könnt ihr das sehen? Fokussiert er aus?
schreiben. Ja, jetzt probiert sie das. Boah, ist so ekelhaft. Da muss man sich mal überlegen, das schmiert man sich einfach. Ich spüre mir das jetzt schon seit ein paar Tagen ins Gesicht. Das ist so ekelhaft. Oh mein Gott. Egal. So ist es. Man lernt raus. Das ready gewaschen. Ich werde jetzt gleich noch so ein bisschen auseinander machen und locker machen, damit die schön ja, wieder flauschig sind. Und dann werde ich sie hier an dem Rand ja, hinlegen, damit die schön in Ruhe trocknen können. Es sind jetzt gerade ein paar Stunden vergangen. Ich hatte jetzt gerade noch schnell eine Sprechstunde wegen meinem Kurs und wollte jetzt noch schnell ein bisschen meinen Schminktisch aufräumen, weil hier sieht es echt absolut chaotisch aus. Deswegen wollte ich das unbedingt machen und schaue jetzt gerade noch nebenbei YouTube. Ihr steht einfach gerade wirklich auf 80.000. Good morning und der nächste Tag ist angebrochen. Eigentlich hatte ich vor, euch gestern noch mehr mitzunehmen abends. Ich habe nämlich noch meinen Schminktisch sortiert und aufgeräumt, aber ich weiß gar nicht, ob ich die Szene drin lasse oder ob ich sie rausgetan habe. Werdet ihr wahrscheinlich gerade eben gesehen haben. Aber ja, ich konnte nicht alles zeigen, weil der Akku leider leer war. Und deswegen musste ich leider den Abend meinen Akku aufladen. Ich habe auch noch gar keinen Ersatzakku, deswegen ja, konnte ich nicht weiter filmen. Aber ich habe jetzt gerade Uni gemacht, habe mich jetzt gerade ready gemacht, weil ich jetzt ein Foto machen möchte. Ich zeige euch gleich das Outfit, das ist einfach geisteskrank. Ich feiere den nochmal. Ich würde den eigentlich auch gerne draußen machen. Aber ja, ich habe halt keine Termine mit Freunden, die mich fotografieren. Also kein Shooting quasi oder ein Tag, wo wir Sachen produzieren, einfach weil ich auch die Zeit dafür jetzt in den nächsten Tagen nicht habe, weil ich meine Abgaben habe. Und meine Freundin, in dem Fall jetzt, die immer von mir Fotos macht, gefühlt, auch keine Zeit dafür hat. Deswegen, also wir treffen uns heute aber eher zum Essen gehen, nicht Fotos zu machen. Aber ist auch nicht so schlimm. Dann, ich habe keinen Druck, was das angeht. Ich dachte nur, ich mache jetzt einfach das da drinnen, weil mir der Look einfach übertrieben gut gefällt. Und es auch drinnen sehr, sehr schön aussehen kann, hoffe ich. Werden wir sehen. Und ich wollte auch jetzt nicht Jan wieder fragen, einfach aus dem Grund, weil ich ja weiß, habe ich euch, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass der jetzt nicht so der Fan davon ist, Fotos zu machen. Nicht, weil er mich nicht unterstützen möchte oder so, sondern einfach, weil es natürlich auch anstrengend ist, so 5 Looks gefühlt einfach zu fotografieren. Und man macht ja nicht nur ein Foto, sondern mehrere verschiedene Posen, dann auch noch Videos. Das ist natürlich alles auch wirklich sehr anstrengend. Und ja, meine Freundin Esma hat einfach auch irgendwie, die weiß, wie ich das möchte und die kann das halt irgendwie sofort. Jan macht auch wirklich mega gute Fotos. Aber er weiß manchmal nicht meine Vorstellungen oder Esma hat halt auch diesen Drang, mir immer so Inspos zu schicken und weiß dann einfach, wenn ich sage, boah, das ist geil, dann machen wir das. Das ja, ist dann einfach ein bisschen einfacher und deswegen versuche ich ihn so wenig wie möglich zu fragen. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Er unterstützt mich halt so auch schon sehr, sehr viel, deswegen. Also der ist jetzt nicht so, dass er mich nicht unterstützt. Aber ich zeige euch jetzt erstmal das Oberteil, wovon ich die ganze Zeit spreche. Es ist einfach ultra geil. Ich glaube, ich mache hier die Kerze, wird jetzt für immer da bleiben. Das ist einfach mega geil. Ich frage mich gerade, was ist. Und zwar, ich habe einfach eine Kooperation mit ASOS. Leute, ich bin dafür so krass dankbar. Das ist vor allem halt wegen Instagram so. Ich bin dafür einfach unfassbar dankbar. Absolut krank, geisteskrank. Ich habe mich so sehr darüber gefreut. Mehr dazu wird auf jeden Fall auf Instagram kommen. Aber ich zeige euch jetzt das Oberteil, was ich gerne heute anziehen möchte auf dem Foto. Wie schön ist das bitte? Das ist ein Korsett. Das ist richtig schön geschnitten. Hinten hat es auch so ein Stretchband, was ich richtig geil finde. Ich habe aber trotzdem jetzt S genommen statt XS, weil ich jetzt auch einfach nicht die, ja, manchmal brauche ich XS, manchmal S, aber ich denke, die Falle wäre S besser, weil ist ja sowieso schon sehr, sehr tailliert und eng ist, weil es halt immer ein Korsett ist. Es sieht bombastisch aus. Ich liebe es und das werde ich jetzt anziehen mit Jeans. Ich kann mir das einfach ultra gut vorstellen. Zeige ich euch jetzt gleich auch und dann mache ich da ein Foto mit. Und dann geht es für mich gleich, zum Sport. Ich mag es total gerne, relativ früh zu gehen
Und ich würde jetzt eigentlich eine Pause machen gleich und eigentlich einfach zum Sport, weil muss ich aber noch frühstücken, weil es nicht so schlimm ist, mit leerem Magen zu gehen. Ich habe merkt das sofort, weil wenn ich dann Hunger habe, dann habe ich einfach keine Energie und das ist überhaupt nicht gut. Deswegen werde ich vorher noch frühstücken. Und jetzt, aber jetzt werden wir erstmal das Bild machen. So, das ist jetzt der Look, aber mir gefällt die Hose irgendwie gar nicht dazu. Ich muss eine andere Blue Jeans nehmen, weil irgendwie gefällt mir die Farbe dazu nicht. Ich möchte nämlich so eine richtig, richtig helle haben. Werde jetzt gleich mal schauen, weil meine Haare sehen ja schrecklich aus. Ich möchte die jetzt gleich noch machen. Aber wie schön ist bitte dieses Dekolleté? Es macht so eine richtig schön, habe ich gerade gesagt, wie schön ist das Dekolleté? Ich meinte Korsett, egal. Es macht ein schönes Dekolleté. Es sieht einfach mega geil aus. Und ich mag es halt voll, dass es hier so nach vorne geht. Richtig schön. Okay, die Soße hier gefällt mir schon mal deutlich besser. Das ist aber die hier, die viel zu kurz ist. Die habe ich euch schon mal gezeigt. Aber ich finde, das sieht deutlich besser aus. Jetzt werde ich das Foto machen. Jetzt muss ich noch meine Haare machen. Kann ich eigentlich auch direkt hier aufmachen. Das sieht schrecklich aus. Aber ja, ich glaube, ich lasse die offen. Mache ich die zu. Das weiß ich jetzt. Ich habe auch gestern ein bisschen meine Schuhe mal wieder hier sortiert und hübscher gemacht. Und die Schuhe, die ich wahrscheinlich am meisten trage, werde jetzt erstmal hier hingestellt. Und ich habe neue Schuhe, mein Gott. Die werde ich euch aber dann nochmal in Ruhe zeigen. Yes, die sind nämlich für Paris. Ich finde die ultra schön. Und das sind richtig gute Dupes zu den Match and Match, wie die heißen. Und diese hier ebenfalls finde ich wirklich sehr, sehr schön. Es sind jetzt ehrlich gesagt schon einige Stunden um. Ich habe beim Training leider nicht mehr weiter gefilmt, gedreht. Gefilmt aus dem Grund, weil ich abbrechen musste. Mir geht es etwas besser, aber mir ging es einfach derzeit überhaupt nicht gut. Ich bin eigentlich auch verabredet gewesen. Muss ich leider absagen. Ich habe wieder so ein bisschen Bauchprobleme. Ich habe auch bald meinen Termin. Und dann hoffe ich, wird das alles ein bisschen besser. Hatte jetzt eigentlich 2 Wochen Pause, aber irgendwie. Ja, scheinbar kommt es wieder. Also es kommt sowieso immer, wie es will. Aber naja, ist auch egal. Werde jetzt mal mich abschminken, weil ich mich echt irgendwie eklig. Deswegen werde ich mich jetzt einfach abschminken, mich auf die Couch legen und weiter ein bisschen ausruhen. Richtig ärgerlich, weil ich mich eigentlich voll auf das Treffen gefreut habe. Aber da steckt man leider nicht drin. Und auch mega ärgerlich mit dem Training. Aber ein bisschen, ich glaube, es waren jetzt so 2. Ich wundere mich überhaupt. Ich glaube, ich habe noch doch 2. Waren sogar fast identisch, aber ist egal. Besser etwas als nichts. Ja, dann sehen wir uns wahrscheinlich eher morgen oder später vielleicht nochmal schon. Wunderschönen guten Morgen. Ich habe jetzt gerade angefangen, meinen Kaffee zu trinken. Ich habe mir jetzt gerade mal Augenpads drauf gemacht. Leute, was für ein Tag gestern. Mir geht es schon was besser. Also von meinem Bäuchlein her. Aber ich hatte einfach Nasenbluten abends. Keine Ahnung, was bitte los ist. Aber ich hatte einfach Nasenbluten. Meine Freundin hat jetzt gerade schon geschrieben, weil ich einfach zu viel Stress oder so. Ganz merkwürdig, aber ja. So ist es leider. Kann ich nichts machen. Ich habe mir jetzt gerade, wie gesagt, Augenpads drauf gemacht, weil ich etwas so todesmüde aussehe und meine Haut geht's besser. Der Pegel hier ist gleich kurz davor zu platzen, was ich gut finde. Kurzer Tipp und auch ein kleiner Reminder: nicht die Pegel aufmachen. Das ist nicht gut für eure Haut, weil ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber ich habe hier auch so rote Flecken. Ah, das Licht ist hier nicht gerade das Beste, aber wenn ihr die Pegel aufmacht, könnte es sein, dass ihr Narben bekommt oder Flecken bekommt und die gehen dann einfach nicht weg. Und das sieht einfach so scheiße aus, bin ich ganz ehrlich. Also finde ich nicht so schön. Deswegen habe ich daraus gelernt und werde meine Pickel nicht aufmachen. Die gehen ja schon alleine auf. Und das ist viel, viel besser, als wenn er sie aufmacht. Nein. Das jetzt dazu. Ich habe jetzt gerade auch schon frische Wäsche hochgeräumt. Die muss ich jetzt gleich erstmal ja, einräumen. Ich habe jetzt gerade eben einfach ganz random meinen Teppich verschoben. Zeige ich euch gleich mal. Das finde ich jetzt gerade aktuell irgendwie, ja. Schöner, besser, keine Ahnung. Ich bin so ein Mensch, ich brauche gerne mal sowas Neues oder ich möchte gerne Dinge verändern. Ich muss einfach mal ab und zu was anderes sehen und das sind dann halt so Kleinigkeiten, die das bei mir dann auch auslösen. Also, dass ich mich darüber freue, wenn es mal was anderes ist. Ich weiß nicht wieso, aber es ist so und ich habe auch gemerkt, dass ich absolut kein Büromensch bin. Ich habe nämlich bei meiner Mama gearbeitet in den Sommerferien, um ein bisschen Geld zu verdienen und ich habe einfach gemerkt, ich bin kein Büromensch. Absolut nicht. Also natürlich muss man auch als Innenarchitektin im Büro arbeiten oder am Schreibtisch. Das ist mir bewusst und das ist ja auch kein Problem für mich. Aber ich bin so ein Mensch, der braucht auch gerne mal Abwechslung. Und
Das ist natürlich so das Perfekte, denke ich, an diesem Job halt auch, weil man halt Aufträge hat, Projekte hat und man was Neues sieht, was anderes sieht. Ja, das ist mit auch so der Grund, wo ich einfach gesagt habe, das ist voll mein Ding und es macht mir halt auch mega krass Spaß. Oder mein Schreibtisch würde ich eigentlich sehr, sehr gerne jetzt gerade woanders hinstellen, geht aber nicht, weil alles, wie es gerade ist, hat seinen festen Platz. Ich kann hier nichts umstellen. Theoretisch könnte ich das natürlich. Ich kann den Fernseher jetzt auch einfach da hinten hinstellen. Da muss ich aber übertrieben lange Kabel verlegen. Und wir haben das ja extra so gemacht, dass wir die Steckdosen, die Kabel so legen, dass es genau da ist, wo es hin muss und perfekt ist, was ich ja auch gut finde. Ja, aber manchmal brauche ich das. Das ist ganz schlimm. Aber hier habe ich es jetzt nicht und ich mache das nicht, was auch wiederum eigentlich gut ist, weil es ist doch so gut, wie es ist. Und im Endeffekt würde ich es wahrscheinlich wieder anders machen. Das habe ich früher auch ganz oft in meinem Kinderzimmer gemerkt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch wartet, aber ich habe so oft mein Kinderzimmer verändert. Was eigentlich ganz cool war, aber am Ende war es einfach wieder da, wo es am Anfang war. So. Und einfach zwischenzeitlich woanders. Ganz komisch. Cool. Jan ist auch tatsächlich so, habe ich gemerkt. Er macht das auch sehr oft. Er hat einfach in den letzten 4 Jahren so oft sein Zimmer verändert. Aber jetzt gerade bleibt es da, wo es ist, was auch wirklich gut ist und auch schön ist. Aber es ist verrückt, wie oft man Dinge verändert und man dann glücklich ist und dann doch wieder ändert. Ja, ist mir jetzt einfach mal gerade so eingefallen. Ich bin jetzt fertig mit dem Frühstück und ich habe jetzt gerade noch ein bisschen Concealer auf meine Augenringe aufgetragen. Ich habe ehrlich gesagt das Bedürfnis, auf meine Pickel Concealer zu machen, beziehungsweise die abzudecken. Aber ich lasse es, weil es einfach nicht schlau wäre und das nicht besser wird. Ich habe mich jetzt gerade umgezogen. Ich stehe gerade voll darauf, eine Leggings anzuziehen. Vor allem, weil die auch einfach mega gemütlich ist. Das Einzige, was ich nicht an der mag, ist, dass sie unten so ein Band hat, wie so Ballerina-mäßig. Aber ja, kann man nichts ändern. Das ist jetzt so. Ist auch nicht schlimm. Hier könnt ihr das jetzt nochmal mit dem Teppich sehen. Ich habe den nämlich jetzt so gelegt, anstatt so. Weil so war er vorher. Gefällt mir ganz gut. Ich habe hier noch einen Karton liegen, weil ich jetzt noch für Vinted was wegschicken werde. Ja. So sieht's aus und das gefällt mir ganz gut eigentlich. Mal schauen, wie lange das. So Leute, ich bin jetzt wieder back at home. Ich habe alles bekommen, was ich wollte. Vor allem war das Wichtigste tatsächlich Wattepads, weil ich keine mehr hatte. Aber ich habe sogar eine Sache bekommen, wo ich mich sehr gefreut habe. Ich bin erstmal einfach so dumm gewesen. Ich bin da einfach tausendmal vorbeigelaufen. Da musste ich fragen, weil ich es nicht gesehen habe. Ja, und da war es einfach direkt eigentlich vor meiner Nase, aber egal. Und zwar, ich habe jetzt hier auch noch ja, Wattepads, Pickelcreme, nichts Spektakuläres. Cool. Und dann einmal bei Edeka diese Milch hier, weil ich die zu etwas Bestimmtem mixen wollte. Und zwar habe ich bei DM einmal dieses Matcha-Pulver gekauft. Olivia, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, die macht unfassbar geile Kaffeekreationen. Auch ihre allgemeinen Storys sind einfach mega. Schaue ich mir echt unfassbar gerne an. Aber sie meinte, das soll mit der beste sein. Zumindest ihrer Meinung nach ist es der beste und der kostet einfach. Ich finde ihn schon teuer, aber im Gegensatz zu Amazon ist er echt sehr, sehr billig. Zwar kostet er 10 Euro. Ich hoffe, diese 10 Euro waren nicht umsonst. Denn ich liebe halt grün und ich dachte mir einfach, es muss mir schmecken. Ich habe einmal ein Matcha Frappuccino war das, glaube ich, bei Starbucks probiert. Hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Aber ich dachte einfach, vielleicht ja, wird der besser schmecken, wenn ich ihn selber mache. Den selber mixe, weil das sagen auch viele, vor allem auch anders mache, anstatt mit das, was die machen. Deswegen habe ich mir jetzt diese Milch hier geholt. Plus, ich werde anstatt Süßstoff, weil das machen die meisten wohl, diese Flavor Pumps hier benutzen von Neosubs. By the way, keine bezahlte Werbung, alles selber gekauft. Einige benutzen auch so flüssige Sachen. Ich habe aber jetzt dieses hier und das werde ich jetzt dazu benutzen. Ich bin sehr, sehr excited, ob mir das schmecken wird. Ich hoffe, die 10 Euro waren nicht umsonst. Mein Gott, ich brauche unbedingt ein Kissen. Das ist echt. Oh Gott. So. Und zwar werde ich das jetzt einfach mal ausprobieren. Leute, ich hoffe, das schmeckt mir, aber irgendwie will ich, dass mir das schmeckt. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Ich habe jetzt hier ein Glas. Ein Schaum. Wie heißt denn das? Schaum? Schaumiger? So, ja. Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen Milch hier reintun. Oh. Das ist noch zu, logischerweise. Oh mein Gott. Ich hoffe, das schmeckt. Toll. Packe ich das jetzt hin? Okay. Naja, heißt ja nichts, ne? Oh mein Gott, okay.
Ich werde jetzt nicht so viel machen, weil ich einfach echt nicht weiß, ob ich das mag. Okay, Leute, mein Speicher war voll, deswegen musste ich jetzt gerade kurz stoppen. Die Milch hat echt sehr komisch gerochen, aber jetzt geht's. Ich bin jetzt gerade noch dabei, das weiter zu schäumen. Ich glaube, ich lasse das weg. Fuck. Was habe ich gemacht? So, alles soweit sauber. Ich weiß echt nicht, was mit mir los ist. Auch gestern mein Pulli, der war frisch gewaschen. Und ich muss klecker mit Schoki. Naja, ich werde das erstmal dieser Flavor Pump. Ich werde auf jeden Fall jetzt hier das einfach reinmachen ein bisschen. Da gar nicht ein bisschen zu viel. Oh mein Gott, ich bin auf jeden Fall aufgeregt, warum auch immer. Ich hoffe halt nur nicht, dass es umsonst war. Okay, dann wollen wir das jetzt mal. Ui, ist ja voll schön. Also irgendwie riecht es gut, aber irgendwie auch nicht. Okay. Oh mein Gott. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob ich dran riechen soll. Und du. Ich mache jetzt echt super wenig rein. Ich glaube, ich nehme lieber den Bier. Ich klecker jetzt schon wieder, damit ich echt sauer auf mich. Jetzt mache ich es eigentlich immer so kompliziert. Also grün ist es noch nicht, ne? Obwohl. Machen wir jetzt nochmal eine ganze Portion drauf. Hör mal. Okay, ich bin erst ready geworden. Ich muss echt sagen, dass der Tee an sich so, also das Pulver, echt nicht nice riecht. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit der Farbe. Ich bin mega gespannt, wie das schmecken wird. Flüssigungen sind einfach sehr merkwürdige Klumpen. Egal. Probieren wir es. I don't know. Also es ist okay, aber irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube, es ist echt nichts für mich. Man kann es trinken, aber ich mag einfach diesen Teegeschmack nicht. Vielleicht mit Kaffee? Okay, also ich würde sagen, it's okay. Ich trage dann lieber grün, anstatt das zu trinken. Aber ich werde es natürlich auf jeden Fall leer trinken, so ist es nicht. Irgendwie geht's, aber irgendwie ist es sehr, sehr besonders. Also wirklich special. Man muss es wirklich mögen, glaube ich. So, ich bin jetzt gerade ready geworden. Ich habe euch nämlich jetzt gerade noch so ein paar Outfits verlinkt, so ein paar Frühlingsoutfits. Ich habe euch nämlich gefragt, worauf ihr mehr Bock hättet heute, ob ihr eher Frühlingsoutfits sehen wollt, so Inspo oder eher Sommer oder beides. Die meisten waren für Frühling, das habe ich jetzt nochmal so ein paar Sachen verlinkt. Ich liebe die Teile einfach so sehr. Ich mache euch den Highlight, dann könnt ihr jetzt auch gerne, falls ihr Bock habt, drauf zugreifen, euch das anschauen, da das Video ja natürlich jetzt erst später online kommt. Und ich wollte euch noch mein Bild zeigen von gestern, was ich gemacht habe. Ich war erst ein bisschen skeptisch, aber dann war ich doch eigentlich ganz zufrieden. Ich zeige euch das jetzt mal kurz. Und zwar, jetzt fokussiert ihr nicht. Genau das. Ah, jetzt. Perfekt. So sieht das aus. Ich finde es echt richtig, richtig schön. Hey Leute, es ist der nächste Tag angebrochen. Ich glaube, für euch ist es gerade mega ungewohnt, dass ihr diese Brille hier seht. Das ist nämlich meine andere Brille, die ich habe. Trage ich aber viel zu selten, finde ich aber auch ultra schön. Ich muss aber jetzt gerade zugeben, ich finde meine andere nicht, deswegen habe ich sie jetzt gerade rausgekramt. Die ist wahrscheinlich jetzt irgendwo hier noch auf der Couch oder so. Aber ich glaube, die werde ich halt einfach mal anlassen, weil ich die echt sehr, sehr schön finde. Aber ich glaube, ich ziehe die jetzt aus, weil hier dieser Filter stört, glaube ich, gerade extrem. Das ist so ein Autofilter oder sowas, keine Ahnung, wie man das nennt. Für abends, wenn man Auto fährt, dass es halt nicht so krass blendet, also das Licht da.
Ich gebe zu, ich merke keinen Unterschied. Aber es ist okay. Oh mein Gott, diese Abdrücke sind immer so nervig. Oh Mann, egal. Ich bin jetzt gerade dabei gewesen, mich so ein bisschen ready zu machen. Werde mich jetzt noch kurz umziehen. Für mich geht es nämlich jetzt zu meiner Mama. Wir werden so ein bisschen unsere Checkliste machen für den Urlaub, so gucken, was wir noch alles brauchen. Und vielleicht auch schon mal so ein paar Sachen bei DM kaufen. Und muss mich da die ganze hin. Das ist einfach schrecklich. Habe ich gerade auch schon auf Instagram gesagt, ich bin so schockiert, was für ein Wetter gerade aktuell bei uns ist. Also ich muss sagen, wir haben, glaube ich, gerade echt krass Glück. Andere haben es eher weniger, weil es einfach halt nicht schneit. Ich hoffe, dass es bei uns nicht schneien wird. Und zu dem Getränk, ich habe es gestern tatsächlich noch getrunken. Ich muss aber sagen, es hat echt sehr lange gebraucht, bis ich das getrunken habe, weil der Geschmack ist echt merkwürdig. Es ist nicht schlecht, also wirklich nicht ekelhaft, aber irgendwo ist es auch nicht geil. Also das ist so ein richtiger Mix dazwischen. Ich zeige euch jetzt nochmal das Pulver, falls ihr Bock habt, das nachzukaufen. Das ist so Matcha-Pulver bei DM. Das steht bei der Tierabteilung, jetzt fokussiert er das nicht. Klasse, ich versuche euch das einfach mal zu verlinken. Es ist echt okay. Ich denke, beim nächsten Mal würde ich vielleicht ein bisschen weniger Pulver machen. Einfach nur, dass es die Farbe hat und der Geschmack weniger ist. Aber ich würde es auf jeden Fall bestimmt nochmal trinken. Ich würde es gerne mal mit Eiswürfeln ausprobieren, ob das schmeckt und vielleicht auch nochmal mit Kaffee. Und dann werde ich euch da auch nochmal ein Feedback geben, wie ich es dann finde. Aber es muss auf jeden Fall aufgebraucht werden, weil es hat 10 Euro gekostet. Übertrieben teuer. Ich bin sehr froh, dass ich das nicht bei Amazon bestellt habe. Ja, ich mache mich jetzt mal ready und würde sagen, ich beende somit das Video jetzt hier. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn du noch nicht Teil davon bist, abonniere sehr gerne meinen Kanal. Aktiviert die Glocke, um keine Uploads zu verpassen. Und bis zum nächsten Video. Ciao. Und übrigens wird das nächste Video ein Haul sein, wo ich euch ein paar Sachen zeige für meinen Urlaub. Könnt ihr sehr gespannt sein. Das sind so schöne Sachen. Also aktiviert die Glocke und abonniert den Kanal, damit ihr es nicht verpasst.